Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und Shop, was ich euch mitgebracht habe. Lego Technik 42156 aus dem Jahr 2023. Gut 1700 Teile für nur 200 Euro. Liste Peugeot Le Mans Hybrid. Autochen. Richtig, da stehen wir mal wieder. Selbstverständlich ist das wieder ein Auto. Ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen. Lego Technik besteht nur noch aus Autos. Autos. Und ich habe ja auch hier hinten den blauen Porsche stehen und ich habe die ganze Zeit überlegt, aber ich habe echt keine Lust mehr, den noch ins Video zu zerren. Aber gut, den schauen wir uns hier auf jeden Fall noch an. Er hat auf jeden Fall einen Comedy-Faktor, denke ich, und den sollten wir nicht unbeachtet lassen. Er ist grau. Ich möchte auch mal was Positives direkt mal zum Start hervorheben. Er ist grau. Dark Blue Gray, um genau zu sein. Und damit freuen sich alle Kampfflugzeug- und Panzerbauer. Und um die müssen wir uns auch kümmern. Also ist damit schon mal viel geholfen. Jetzt kommen wir mal auf die nächste Sache. Und das ist der Punkt, wenn man so wie ich kein gekaufter Lego-Kanal ist, sondern dass ich tatsächlich die Sachen selbst kaufe und Händler bin und dann bewerten kann. Ich kann euch nämlich sagen, was das Ding kostet, denn ich habe es bezahlt. Zumindest meinen Händler-Einkaufspreis habe ich dafür bezahlt. Der höher ist als das, was ihr als Endverbraucher in der Vorbestellung zahlt, eine Woche bevor das Ding überhaupt auf den Markt kommt. Merkt ihr den Fehler? Richtig. Dieses Set dürfte nie und nimmer Liste mehr als 140 Euro kosten. Im aktuellen Markt, zur aktuellen Zeit, im Vergleich zu dem, was momentan schon am Markt ist. 140 Liste, max. Er wird auch auf 100 Euro runtergehen im Markt. Und dann könnt ihr ihn kaufen, falls ihr darauf warten wollt. Und 100 Euro wäre auch okay. Ja, das ist in Ordnung. Es sind gute Teile und es sind zum Teil neue Elemente und es sind Farben, die selten sind. Also von daher kann man irgendwie 100 Euro kann man rechtfertigen für das Ding. Ja, das klappt schon. Rabattiert dann von 140 runter. Das ist für einen Händler hart. Ich persönlich gebe auf ein 140 Euro Set keine Rabatte bis auf 100 Euro unter 100 Euro runter, aber wenn man das als Händler möchte und glaubt, damit verdient man Geld, okay. Aber von 200 runter auf 100, das ist halt dumm. Ich finde von 200 auf 130 schon runter grob dumm. Aber egal, jeder wie er möchte. Über den Preis haben wir gesprochen, schauen wir uns das schöne Set doch einmal an. Wir haben eine tolle Box dabei. Ich meine, guckt euch mal das Design an, oder? Einfach edel. Großartig, ich bin begeistert. Die haben da eine Rückseite, weil ich mich fürchten müsste. Das ist Legos, das ist das Original. Leider sieht man das nicht so von oben, dann könnte man es gleich viel besser vergleichen. Es ist ein Rennwagen. Da haben wir natürlich Aufkleber dabei. Juhu! Oh, da ist was Tolles. Ihr wisst, dass ich bei extrem hochpreisigen, ja, ich sage jetzt nicht hochwertigen, bei extrem hochpreisigen Sets wenigstens erwarte, dass sich der Hersteller ein bisschen Mühe gibt und die Sachen bedruckt, anstatt schäbige Aufkleber beizulegen. Ihr wisst, dass ich das gerne hier und da mal in den Raum werfe, vor allem bei so Sets für 850 Euro oder so. Dann kommen aber richtig kluge Menschen, das sind Hammer, ja, Krone der Schöpfung, kommen dann und sagen, so fängt auch so ein Satzbau meistens an, weil wie gesagt, Krone der Schöpfung. Es sind aber Rennwagen. Da sind Aufkleber genau richtig. Die Sponsorenaufkleber, verstehe. Das wäre natürlich edel, wenn alles bedruckt ist, was zum Auto gehört. Und dann bekommt man verschiedene Sponsorenaufkleber zum Beispiel. Dass man sagen könnte, ja, was weiß ich, man mag die großen Energiekonzerne nicht, aber Michelin, Klang. Und dann hier noch irgendwas drauf. Oder man mag die Öl- und Tabakfirmen und dann haut man sich die drauf, um sein Formel-1-Auto, so einen coolen Marlboro hinten auf dem Flügel. Könnte ich nachvollziehen. Wenn sie es so machen würden. Aber es sind einfach alles Aufkleber. Damit ist die gesamte Argumentation, ja, ist ein Rennwagen, komplett für die Tonne. Einfach in die Tonne rein. Das ist keine Argumentation. Es ist einfach billig gemacht. Lego spart. Und ihr seid nicht klug genug, um zu sagen, 200 Euro Liste, Aufkleber, seid ihr bescheuert? Und dementsprechend müsst ihr es euch natürlich schön reden, weil sonst habt ihr 200 Euro ausgegeben für ein Produkt, das nicht cool ist. Für die allerdings,
die ein bisschen schlau sind und sagen, ich warte auf die 100 Euro für das Ding und schlachte es aus und baue was Eigenes, ist natürlich ein Vorteil, dass hier nicht das ganze Zeug auf den Dingern ist, weil es sieht auf dem Kampfjet irgendwie komisch aus, wenn der irgendwo Michelin draufklebt. Oder ein Peugeot-Emblem. Das wäre doof, ne? Für die freue ich mich. So, und da sind wir dabei. Also wie gesagt, wir haben Aufkleber bis zum Abwinken. Alles ist als Aufkleber gelöst. Alles. Auch das, worauf Peugeot auf ihrer eigenen Webseite so stolz sind, wie sie das eingearbeitet haben in das Metall, in das Material, in was auch immer das ist. Sie sagen, fissiliert haben sie da. Ich weiß nicht, ob das jetzt in die Oberflächen hinein graviert oder so. Keine Ahnung, was sie getan haben. Sie sind sehr stolz drauf. Ich glaube, bei den Rücklichtern und so. Aufkleber. Aufkleber. Und Peugeot hat dieses schöne leuchtenden, das ihr Logo, leuchtend vorne drin. Leuchtend. Aufkleber. Aber das ist die Anleitung. Wir haben über 600 Bauschritte. Ja, über 600 Bauschritte für nicht mal 1800 Teile. Lego Technik ab 18. Messen wir doch mal aus. Willkommen. Ja, 50 cm. 22 cm. 12, 13 cm. 1 zu 10, Standardgröße. Ja, nichts Wahnsinniges dran. Sehr, ich mache das oft ab. Das ist, immer wenn ich den greife, das ist hier hinten dran, ja. Sieht total gut aus. Okay. Die Funktionen. Wir können eine Haube öffnen. Wir können eine Haube abnehmen. Wir haben eine Lenkung. Und wir haben eine Federung. Sie schlägt voll durch, aber sie ist da. Die Lego-Webseite sagt mir noch, dass wir einen unglaublichen Spaß haben werden an dem Erlebnis, ein Hybridauto zu bauen. Das ist nämlich ein Hybrid-Rennwagen. Der hat einen V6 Verbrenner und ein E drin. Und zusammen Knüller. Hinten sitzt ein V6 drin, ganz normale Lego Standard V6. Passt. Und ich zeige euch jetzt den Hybridantrieb vorne. Oh, sag ich euch. Ich nehme es nur ab, damit es nicht runterfällt. Da ist der V6. Hier ist. Das ist eine Pushrod-Federung. Die Federgabel kennt ihr aus dem Daytona oder aus der BMW. Die ist jetzt hier horizontal angebracht, zeige ich euch gleich. So. Standard kennt ihr, oder? Hört doch genau hier auf mit der Verbindung, ja? Ihr seht ja auch die Achse da? Da tut's nichts. Das war's. Hier vorne ist die Lenkung. Das ist die Lenkung hier, gell? Das ist nicht der Antrieb. Das ist die Lenkung. Aber hier in der Mitte ist ein Differential. Seht ihr das? Und dahinter ist ein beiges Zahnrad. Das da. Und dahinter ist ein schwarzes Zahnrad. Das da. Das ist euer Hybridantrieb. Die zwei Zahnräder. Jetzt sagt ihr, das ist doch kein Hybridantrieb. Richtig, aber da ist ein Sticker. Und den bringt ihr dann hier in der Mitte an. Und dann ist es ein Hybrid. Ist ein Erlebnis, oder? Das ist einfach Qualität. Ah, schön. Genau, so ist das. Und dann ist der echt schön. Zum Thema schön. Da muss ich nochmal einen Deckel drauf machen. Design ist mir bei Technikmodellen nicht wahnsinnig wichtig, aber das ist ja kein Technikmodell, das ist ja ein Lizenztechnikmodell. Da ist Design das Einzige, worum es geht, denn wir haben eben festgestellt, Funktionen sind jetzt anscheinend nicht in der Prio-Liste gewesen, die ganz oben standen. Also ist es das Design. Einfach nein. Also einfach nein. Es ist vielleicht okay, wenn man nur auf der Lego-Webseite ist, aber sobald man auf die Peugeot-Webseite geht und sich das Originalauto anschaut, dass die Vorlage dazu sein soll, dann ist, ich habe keine Ahnung, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind, weil die waren im Designprozess von Anfang an eingebaut, die Lego-Leute. Die haben denen die ganze Zeit auf dem Schoß gesessen, den Designern. Und das ist bei rausgekommen. Ich weiß nicht, was da passieren konnte. Aber irgendwas ist da schiefgelaufen.
Und deswegen sieht es jetzt so aus. Hinten ist es besser getroffen auf jeden Fall. Es ist auch, ich glaube, die waren in der Kaffeepause, die Lego-Jungs gerade, als die beschlossen haben, was sie mit der Dachlinie machen. Und dann ist diese Dachlinie dabei rausgekommen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber das ist nicht das Dach von Peugeot. Das können wir ziemlich klar festhalten, das ist schiefgegangen. Sie wollten aber unbedingt diese neuen Paneele hier unterbringen, die wir jetzt auch in einem schönen Postflugzeug gesehen haben, in Gelb. Die sind jetzt hier in Dark Blue Grey dabei. Wie gesagt, die Kampfjetbauer aus Lego-Teilen werden sich freuen. Diese Elemente sind sehr, sehr hilfreich. An diesem Fahrzeug sehen sie sehr, sehr merkwürdig aus. Das Modell hat keine Scheibe. Es ist nämlich ein Technikfahrzeug. Hier ist eine kleine Antenne. Die ist da. Das war anscheinend ein wichtiges Detail, aber sie ist da. Also ist es in Ordnung. Wir haben diese witzigen kleinen Türen. Wenn man die hochklappt, das ist, also eine Funktion ist echt viel gesagt, das ist einfach hier so ein Technikpin, der sich halt um sich selbst dreht. Wenn man die hochklappt, dann kommen auch die gelben Stopper, die blauen Pins und die roten Achsen viel besser zum Vorschein. Einfach hübsch. Einfach hübsch das Fahrzeug. Innen drin übrigens, das Lenkrad dreht sich mit. Ja, also. Die Lenkung übrigens bedarf enormen Kraftaufwand. Enorm. Also das ist der Hammer. Für ein Fahrzeug, was nichts wiegt, weil ja nichts drin ist. Unglaublicher Kraftaufwand im Verhältnis. Kann man sich gar nicht, weiß gar nicht, wo das herkommt. Kein Schimmer, was da los ist. Der Vorteil ist, ist egal. Weil dieses Modell wird einmal gebaut, dann nimmt man den Achseinschlag, den man haben möchte, und sagt, schön. Und das war's, wird nie wieder angefasst, das Modell. Kurz nochmal zur Federung. Die Federung habe ich euch eben schon gezeigt. Also man drückt hier einfach, sitzt sofort auf. Das kann ich auch so nachspielen. Das ist auch das, was ich jetzt mache, wenn ich hier federe, ja? So, da seht ihr es. Das ist die normale Feder, die kennt ihr. Das drumherum sind noch alles normale Teile. Das ist einfach nur eine Pushrod-Federung, die nett ist. Aber falls ihr da Spaß dran habt, die Anleitung wird als PDF bald verfügbar sein. Die Elemente habt ihr schon, baut sie einfach. Die ist super einfach zu bauen, sie ist auch sehr platzsparend. Bilde ich mir ein. Und man spart sich natürlich so vier Einzelfedern da anzubringen, um irgendwie auch die Härte hinzubekommen. Ist simpel gelöst, ist gut gemacht, elegant gelöst. Ja, passt. Aber wenn wir mit Sicherheit auch in anderen Modellen sehen, vor allem in vielen Mocs, beziehungsweise, ich meine, es gab ja auch schon Pushrod-Federungen auch in Mocs. Aber, naja. Zum Thema jetzt mal andere Modelle. Ich bin es ja echt leid, diese immer gleichen Autos euch zu zeigen. Ich glaube, ich werde es wirklich auch lassen. Also außer es ist ein echter Comedy-Faktor drin, dann machen wir es. Aber ansonsten ist das ein absolutes Basisstandard, schon 100-mal gesehen Auto. Wir haben einen L-Lift-Arm, der Löcher von oben und von der Seite hat. Da ist Lego jetzt nachgezogen und hat die auch. Ich finde es immer gut, wenn Lego versucht, wieder Anschluss zu kriegen bei Innovationen. Also von daher, okay, das ist in Ordnung. Die Felgen sind eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, was die da verloren haben, also zu suchen haben. Die sind 10 Jahre jetzt im Markt. Es ist die immer wieder die gleiche Felge. Die war super auf der 42039, auf dem Langstreckenflitzer. Der hat übrigens einen Hunderter gekostet und hatte Funktion. Keine Ahnung, warum die jetzt hier auch drauf sind, weil der Peugeot, habe ich auf der Webseite von Peugeot gesehen, hat ganz coole Felgen eigentlich. Die sind gar nicht schlecht. Die hätten wir benutzen können, also Lego, aber dann hätten sie halt eine Form dafür gießen müssen. Dann, wie willst du da noch so viel Geld verdienen? Es wird eng. Also wie gesagt, man hätte ein bisschen was draus machen können. Ansonsten freue ich mich jetzt einfach als Teilemensch darüber, dass wir in Dark Blue Grey Elemente haben, die schwer oder gar nicht zu bekommen waren, weil Dark Blue Grey keine wahnsinnig weit verbreitete Farbe im Technik-Universum ist. Es gibt immer mal einzelne Liftarme, die kommen auch bei ganz vielen anderen Sets vor, die nichts mit Technik zu tun haben. Aber eigentlich werden die 42078, den Mack Truck, okay, der war grau. Es war übrigens auch ein 150-Euro-Set mit 1000er Teile mehr als das Ding. Ich sag's nur mal so nebenher. Und Funktionen. Und ein B-Modell. Wir haben selbstverständlich kein B-Modell. Es ist ja ein Lizenzfahrzeug. Nimmt man nicht auseinander. Das stellt man hin. Psch, nicht mehr anfassen. Wir hatten natürlich den C-Tross, den Vollkatastrophe, über den reden wir nicht. Wir hatten im 42055 unten relativ viel Dunkelgrau. Es war natürlich auch schön. Wir haben auch im Liebherr unten ein bisschen Dunkelgrau oder hier mal zwischendurch. Aber nicht auf die Masse. Und hier haben wir jetzt mal relativ viele Paneele und solche Sachen. Vor allem Paneele, die sich, wie gesagt, vor allem für Flugzeuge, glaube ich, gut eignen würden, für Flügelkonstruktionen und so. Sieht es alles gar nicht schlecht aus. Wir haben Paneele in vielen, auch in diesen neuen geschwungenen Formen.
Wir haben auch hier vorne diese Paneele, die ein bisschen um die Ecke laufen. Wir haben ja mittlerweile für jede Form, die es auf der Welt nur geben könnte, ein eigenständiges Panel am Markt. Trotzdem wirkt es komisch, aber egal, wir haben auf jeden Fall alles da. Wir haben auch ein bisschen was Buntes, selbstverständlich. Ich habe es euch ja vorhin schon gezeigt. Ich weiß nicht, woher das Orangene kommt und das Rote. Ich habe keine Erklärung. Das Grüne natürlich bietet sich an, weil Peugeot selbst so ein Lime Green einsetzt. Also das ist vollkommen in Ordnung. Natürlich hätten diese Paneele hier hinten endlich mal in durchsichtig auf dem Markt gehört. Durchsichtig rot wäre es gewesen. Und dazu dann das, worauf Peugeot stolz ist, dass sie da Sachen da irgendwie eingraviert haben oder irgend sowas. Das wäre natürlich schön gewesen, aber Schwamm drüber. Wir lösen das wertig mit der Aufklebern. Habe ich erwähnt, dass das Glow in the Dark ist? Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang vom Video gesagt habe. Ist auf jeden Fall das echte Nachtrennen-Feeling, was man bekommt. Ich habe das gesagt am Anfang, oder? Ich werde alt. Genau. Also, das auf jeden Fall ist der Überblick über das Fahrzeug. Den kann man nur loben, wenn man ihn geschenkt bekommen hat und ich weiß, was er kostet. Ansonsten einfach nicht. Also ansonsten wirklich einfach nicht. Er hat nichts, was erwähnenswert noch wäre. Wir haben, glaube ich, schon über mehr Sachen geredet, als er überhaupt hat. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich habe alles zweimal erzählt, um irgendwie auf Strecke zu kommen bei diesem Video. Ah, nein! Eine Sache, glaube ich, habe ich nicht erwähnt. Er ist wesentlich stabiler als der Flex-Ferrari. Das möchte ich positiv hervorheben. Denn wir haben hier eine Struktur, das sind alles Rahmen. Das ist nicht gebaut, damit es Steifigkeit bekommt, sondern das sind Rahmen hier alles. Und dadurch, dass das Rahmen sind, hat man nicht die Möglichkeit, es durchzubiegen. Weil es hier zwei Ebenen sind, die untereinander verbunden sind. Dadurch, ja? Er ist wesentlich stabiler als der Flex-Ferrari. Genauso hohl drin, aber wesentlich stabiler gebaut währenddessen. So. Mit dieser Note kann ich doch hier enden, oder? Haben wir doch noch was, dass wir denken, ach, guck mal, na dann ist doch schön, oder? Richtig. Habt viel Freude, nette Leute um euch. Einen schönen Tag.